Warum wir lieben, was wir machen? Weil Erfolg einen verlässlichen Begleiter braucht. Weil ihr Zuhause ein solides Fundament braucht. Und weil Weitblick Nähe braucht. Seit über 190 Jahren fördern wir die Menschen und die Wirtschaft in der Region. Weil es um mehr als Geld geht. Kreissparkasse Böblingen. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Rico Döbler. Als stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Leonberg begrüße ich Sie heute Abend digital aus unserem Sparkassenforum der Kreissparkasse in Böblingen. Mit der heutigen Informationsveranstaltung möchten wir Ihnen einen Gesamtüberblick rund um die Themen Bitcoin, Blockchain und Co. geben. Bei uns sind einige Fragen angekommen. Was sind Kryptowährungen? Wie funktionieren diese? Stellen sie überhaupt eine seriöse Anlageklasse dar oder handelt es sich um reine Spekulation? Gerne möchte ich an dieser Stelle Herr Richard Dittrich von der Börse Stuttgart recht herzlich begrüßen und auf die Bühne bitten. Hallo zusammen, danke, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Herr Richard Dittrich ist Chief Customer Experience Officer der Börse Stuttgart und leitet uns heute durch seinen spannenden Vortrag zum Thema aktuelle Trends aus dem Universum von Bitcoin, Blockchain und Co. Herr Dittrich, das Thema Kryptowährungen stößt immer häufiger auf das Interesse von Anlegerinnen und Anlegern. Können Sie diesen Trend ebenfalls bestätigen? Bestätigen und bereits auch vorwegnehmen, denn wir haben schon vor etlichen Jahren Handelssysteme aufgebaut, um direkt dem Privatanleger Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen, und zwar auf einem einfachen Weg. Meine ersten Handelsgezogenheiten im Kryptomarkt waren 2017, zwar extrem kompliziert, und genau das wollten wir vereinfachen. Allerdings das Thema selber ist und bleibt kompliziert. Vielleicht können wir einigen eine Stunde 20 ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, aber Krypto-Profis wird man nach der kurzen Zeit heute noch nicht, aber ich tue mein Bestes, auch die Fragen zu beantworten. Wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dann freue ich mich nun mit Ihnen gemeinsam, liebe Kundinnen, liebe Kunden, auf den jetzt folgenden Vortrag und wünsche uns allen einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend. Herr Dittrich, die Bühne gehört nun ganz Ihnen. Vielen Dank. Bitteschön. So, vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Richard Dittrich. Ich bin seit 20 Jahren an der Börse beschäftigt, habe sehr früh angefangen, Videos und Material zum Thema Börsenhandel zu veröffentlichen und zu produzieren. Und seit 2017 habe ich festgestellt, Krypto wird immer mehr und mehr interessant, auch für uns als Börse. Habe ich auch zu diesen Themen die ersten Videos verfasst, habe mich selber mit dem Thema beschäftigt. Ganz klar, nur über die Themen referieren, wo man auch selber Erfahrung hat. Diese eine Folie zeige ich extra, damit meine Compliance-Abteilung glücklich ist. Natürlich, der heutige Abend dient nicht dafür, dass nachher alle da draußen losrennen und sofort Kryptowährungen handeln. Es soll einfach dazu helfen, selber eine Einschätzung zu treffen. Ich werde versuchen, diese drei Fragen heute zu klären. Und danach sollte man soweit sein, um zu sehen, ist das vielleicht was für mich? Möchte ich mir das genauer anschauen? Oder sage ich, nee, ich wusste doch, Teufelszeug, Finger weg davon. Also keine Aufforderung, sofort irgendwas zu handeln. Das ist definitiv nicht meine Intention. Also Kryptowährungen. Theoretisch kann man sagen, das sind zwei Bestandteile, die hier zusammenkommen. Einmal die Kryptographie, das heißt das hochkomplexe Verschlüsseln und Aneinanderhängen von Daten, das wäre der eine Punkt, sehr schwer zu berechnen, aber wenn man einmal das Ergebnis hat, kann man es relativ leicht nachvollziehen. Und der zweite wichtige Punkt ist eine dezentrale Datenbank. Hier bei Ihrer Sparkasse ist es zum Beispiel so, Sie haben einen Kontostand und der ist zentral hinterlegt in einem Datenbestand, wahrscheinlich bei der Landesbank Baden-Württemberg. Es gibt vielleicht ein paar Sicherheitskopien und gut, in den meisten Fällen reicht das auch. Eine dezentrale Datenbank ist aber ganz anders aufgebaut. Im Bereich Bitcoin, das wird mein Beispiel heute meistens sein, weil wir mit 40% Marktanteil einfach damit immer noch die dominanteste Kryptowährung haben, haben wir über 13.000 verschiedene Knotenpunkte, wo der Informationsstand der Blockchain komplett gespeichert ist. Die Daten sind also dezentral und selbst wenn ein Datenbestand mal verloren geht, korrumpiert, also angegriffen wird, sind alle anderen Daten weiterhin korrekt. Und das ist das große Geheimnis, dezentral und kryptografisch. Da kommen zwei Punkte zusammen, die zusammengehören. Das erste Mal, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen wollte, hätte man vielleicht 2008 von Satoshi Nakamoto davon hören können. Das ist ein Synonym, steht für Japanisch für Max Mustermann. Man weiß noch nicht mal, ob das überhaupt ein Japaner war. Da gab es das erste White Paper, das heißt, da hat er seine Idee entwickelt, was er denn machen möchte mit 2008. Vielleicht haben es einige im Kopf, das war kurz nach der großen Finanzkrise und Bankenkrise und Vertrauenskrise in das Geld. Also zum einen
gab es die ganz klare Intention, dem Fiat-Geldsystem, soll also heißen, Geld, das aus dem Nichts erschaffen wird, Euros, Dollar, also wir haben ja keine Golddeckung mehr, dagegen gab es kein großes Vertrauen mehr, also hat man versucht, sich davon loszusagen. Und zum anderen hat man versucht, ein Zahlungssystem aufzubauen, das halbwegs anonym ist. Da komme ich nachher gleich dazu, denn immer wenn ich jetzt sage, halbwegs anonym, kommen sicher die Ersten gleich rum und sagen, oh, wusste ich doch, für irgendwelche illegalen Transaktionen im Internet, Dark Web und Co., um das vorwegzunehmen. Die Währung für die meisten illegalen Transaktionen ist immer noch die 100-Dollar-Note. Und wer heutzutage versucht, mit Bitcoin irgendwelche Erpressungsgelder zu verlangen, der hat nicht verstanden, dass man immer spätestens dann, wenn der Bitcoin in Euro oder in Dollar oder irgendwas anderes konvertiert wird, man immer ganz klar seine Anonymität verliert und dann wieder bekannt ist, wer da dahinter steckt. Und diese Blockchain vergisst nichts. Man kann jede Transaktion 300.000 Mal um die Welt und mehr problemlos nachvollziehen. Also so anonym, wie es viele glauben, ist es nicht zwangsläufig. Da komme ich aber nachher nochmal dazu. Also eine zentrale Datenbank habe ich ja gerade eben angesprochen, kennen wir alle. Und dezentral ist einfach ausfallsicherer, größer, viel besser gefeit gegen Angriffe von Dritten oder von irgendwelchen Naturkatastrophen. Und dementsprechend kann man in solche Datenbankbestände ein großes Vertrauen haben. Wenn ich jetzt von Bitcoin spreche, kann man sich das Ganze, diese Blockchain, ein bisschen vorstellen, ja, wie so ein Kassenbuch, wo einfach Transaktionen, wer hat wem welchen Betrag überwiesen und welcher Bestand liegt bei welcher Person momentan vor. Das ist in so einem Blockchain-Informationspaket drin. Und diese Blockchains, diese Informationen, dafür brauchen wir zwei Parteien, die uns helfen, dieses Netzwerk aufzubauen und vor allem auch am Leben zu halten. Das erste, die sogenannten Miner, haben vielleicht einige von Ihnen schon mal gehört oder gelesen davon. Bitcoin verbraucht unglaublich viel Strom, da gibt es nichts wegzusagen davon. Da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein. Warum braucht das Bitcoin-Netzwerk so viel Strom? Nun, es müssen Rätsel gelöst werden, damit die Sicherheit von den Informationen, die hinterlegt werden, sichergestellt ist. Und je mehr Rechenpower dem System zugefügt wird, je schwerer werden diese Rätsel. Das soll heißen, ganz früher, 2010, 2011, konnte man durchaus zu Hause mit einem normalen Personal Computer an diesem Mining-Prozess teilnehmen. Da wurde es dann ein bisschen warm im Zimmer, wenn der ganze Zeit der Rechner ließ, aber es funktionierte. Und je mehr Rechenleistung dazugekommen ist, je mehr Power brauchte man, um ein Rätsel wirklich erfolgreich lösen zu können. Und das ist der Grund, die Miner fügen die einzelnen Blöcke zusammen und kleben die durch diese Rätsel, die Verschlüsselung, durch diese Kryptographie aneinander, damit diese nicht mehr voneinander getrennt werden können. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Dadurch entsteht Vertrauen und Vertrauen ist ein Wert. Weil eine Frage war ja ganz klar, ist Krypto eine Spekulation oder ist es ein Wert? Ich vergleiche nachher mal Bitcoin mit Gold. Da kann man auch mal ganz klar sagen, warum ist Gold das wert, was es momentan wert ist. Ich werde Ihnen nicht sagen, welche Meinung Sie sein müssen. Ich versuche einfach mitzugeben, mit welchen Aspekten man dann einfach beide Sachen bewerten kann. Ja, die Entscheidung überlasse ich nachher ganz klar bei Ihnen. Der zweite Teilnehmer an diesem Blockchain-Prozess bei der Bitcoin-Blockchain sind die sogenannten Nodes. Das sind diese dezentralen Datenbanken. Denn irgendwo müssen diese Daten ja auch gespeichert werden. Es sind aktuell die gesamte Bitcoin-Blockchain 130 bis 140 Gigabyte an Daten, reine Transaktionsdaten. Adresse, die was schickt, Adresse, die was erhält und der entsprechende Betrag. Das ist in diesen Nodes, in diesen Datenbanken gespeichert. Und dementsprechend aus diesen beiden Komponenten entsteht so ein Bitcoin-Prozess. Die Miner, ein großer Kritikpunkt, also diejenigen, die diese Berechnung vornehmen, saßen lange Zeit hauptsächlich in China. Vor circa 6-7 Wochen hat man dann in Medien gelesen, dass die chinesische Regierung diesen Minern den Saft abgedreht hat. Als erste Aussage war ganz klar, um die CO2-Ausstoß zu verhindern. Muss man allerdings sagen, in Sichuan, der größten Provinz in China, wo das gemacht wurde, kam der gesamte Strom aus Wasserkraft. Also man weiß politisch noch nicht genau, warum war das so. Ist jedenfalls der Fall. Heißt aber nicht, dass diese Rechenleistung komplett weg ist, sondern sie hat sie einfach weltweit über andere Länder weiter verteilt. Die andere Seite, die Nodes, also die diese Datenbestände aufhalten, da muss man ganz klar sagen, dass Amerika, Europa und sogar Deutschland auf Platz Nummer 3. Also das Netzwerk ist wirklich sehr demokratisch verteilt. Man kann nicht sagen, Bitcoin liegt komplett in der Hände der Chinesen, das man ab und zu hier hört, sondern wenn man diese Grafik sich mal anschaut, stellt man ganz klar fest, die Datenbestände, wer welche Beträge wo hat, die sind hauptsächlich in Amerika und in Europa beziehungsweise aus starken Punkten in Deutschland gespeichert, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, um einfach ein gewisses Vertrauen in dieses Netzwerk aufbauen zu können. Wenn wir vom Thema Vertrauen sprechen, will ich erstmal ganz kurz zeigen oder versuchen zu erklären, wie so ein Block aufgebaut ist, wie die Blöcke funktionieren und was da drin steht und wie die einfach stückchenweise ein Block nach dem anderen zusammenkommen. Im Bitcoin-Bereich sprechen wir davon von 10 Minuten. Das heißt, alle 10 Minuten wird ein Block getätigt. Alle 10 Minuten werden alle Käufer, alle Verkäufer,
bzw. alle Sender und Empfänger einer Transaktion in eine Datei geschrieben, die genau 1 Megabyte groß ist. Man, alle da draußen, 1 Megabyte, viele kennen diese Größe wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich, aber wenn man sich mal hinsetzt und einen Texteditor öffnet und versucht, 1 Megabyte an Informationen, an sinnvollem Text, nicht Bild, nicht Grafik, nicht 4K-Videos, sondern sinnvollen Text zu schreiben, wird man feststellen, dass 1 Megabyte doch ganz schön viel sein kann. Und diese Pakete, diese Blöcke werden dann Block für Block geschrieben. Mein Beispiel war jetzt der letzte Block, der Block Nummer 103. Die Minutenzahl ist zu Ende. In den nächsten 10 Minuten werden die nächsten Transaktionen, eine Adresse schickt an eine andere Adresse einen gewissen Betrag. Und diese Adressen übrigens, die sind anonym, da weiß man nicht, wer dahinter steckt. Aber wenn Sie wollen, ich gebe gerne Ihnen nachher meine Adresse, dann können Sie was schicken damit. Also diese öffentliche Adresse ist überhaupt nicht schädlich. Nur jeder kann nachvollziehen, was über diese Adresse gelaufen ist. An welche andere Adresse Beträge geschickt wurden, wo Beträge empfangen wurden. Das kann man mit dieser Adresse machen. Nur mit der Adresse selber kann man noch nicht auf die Bitcoins, die dahinter liegen, zugreifen. Also, in diesem Fragezeichenblock, in meinem Block Nummer 104, sind jetzt alle Daten enthalten, die in 10 Minuten geschrieben wurden. Wer hat wem welchen Bitcoin-Betrag oder Bruchteil versendet? Und jetzt rennen diese Miner los und versuchen, mit mathematischen Prozessen ein Rätsel zu lösen, um als erstes diesen Block zu gewinnen. So kann man es am besten beschreiben. Also, das heißt in Umgangssprache, es wird gemeint, es wird gerechnet. Nein, eigentlich ist es einfach ein Rätselraten. Warum braucht man so viel Energie dafür? Nun ganz einfach, wenn ich viel Rechenleistung habe, ein starkes Rechensystem, dann kann ich mehrere Lösungen versuchen zu erraten in einer gewissen Zeit. Wenn ich wenig Rechenleistung habe, komme ich nie zum Ergebnis und die anderen sind immer schneller. Und mein Beispiel wäre es jetzt so, dass in dem Fall hier der Miner Nummer 2 das Ergebnis erraten hat und dieses Ergebnis allen anderen mitteilt. Denn wie gesagt, das Erraten des Rätsels ist unglaublich schwierig. Wenn man das Ergebnis aber kennt, kann ich jedem anderen Miner dieses Ergebnis mitteilen. Und jetzt wird das Ganze demokratisch. Die anderen Miner müssen sagen, okay, du hast recht gehabt, dieser Block geht an dich. Das heißt, es wird genau überprüft, stimmt dieses Ergebnis? Die Miner geben dann in dem Fall dem Block Nummer 2 recht und der erhält jetzt dafür, dass er Rechenleistung, Strom, Kapazitäten zur Verfügung stellt, eine sogenannten Reward, eine Gutschrift von 9 Bitcoins, die komplett neu geschaffen werden, theoretisch aus dem Nichts. Wie das funktioniert, erkläre ich auch nachher nochmal. Aktuell werden es alle 10 Minuten 6,25 Bitcoins. Ich nehme eins vorweg, hätte man 2010 so einen Block gewonnen, hätte man damals 50 Bitcoins erhalten, nur die waren damals halt so gut wie nichts wert. Ein Bitcoin war damals irgendwo bei einem Dollar, heute liegt der aktuelle Preis irgendwo bei über 40.000 Euro. Das ist der erste Punkt und was ich auch schon mal verraten kann, alle 4 Jahre halbiert sich dieser Betrag, den diese Miner erhalten. Also die Menge der neuen Bitcoins wird immer weniger. Je weiter wir in die Zukunft schauen, je weniger neue Bitcoins kommen dazu. Und ich kann noch eins verraten, die Obergrenze steht jetzt bereits fest. Es können maximal 21 Millionen Bitcoins gemeint, geschürft werden und danach ist Sabbat, mehr gibt's nicht. Allerdings sieht es so aus, dass neben diesem Reward, neben dieser Gutschrift, ebenfalls noch so eine Art Transaktionsgebühr von all denjenigen, die jetzt im Block 104 beteiligt waren, ebenfalls an den Miner gerichtet wurde. Ich kann zu meinen ersten Erfahrungen zum Thema Bitcoin sprechen. Das wusste ich damals noch nicht. Und ich habe irgendwann überlegt, ja, irgendwann gibt es keine neuen Bitcoins. Warum sollen die weiterhin Rechenleistung, Power, PCs zur Verfügung stellen? Genau wegen diesen Transaktionsgebühren. Und die sind jetzt schon zum Teil höher als diese 6,25 Bitcoins, die als neue Bitcoins dazukommen. Satoshi Nakamoto, wie ich vorher angesprochen habe, hat sich viel Gedanken gemacht über dieses Netzwerk und einer der Gedanken war ganz klar, okay, anfangs wird Bitcoin keinen Wert haben, da will keiner irgendwas groß damit zu tun haben, also muss ich einen höheren Anreiz schaffen, da gebe ich schon 50 Bitcoins aus. Irgendwann, vielleicht sind wir jetzt schon bei irgendwann, wird das Interesse der Gesellschaft an diesem Kryptoasset größer werden. Dementsprechend werden es mehr Personen einsetzen. Der Wert wird entsteigen. Angebot und Nachfrage. Sie sehen hier Börse Stuttgart, das machen wir. Wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen. Und wenn mehr Leute sowas haben wollen, kann der Preis steigen. Und deswegen hat er von vornherein diese Begrenzung auf immer weniger neue Bitcoins eingebaut. Und damit auch später die Miner ihre Transaktionen weiter vornehmen. Weil ganz klar, zusätzlich gibt es eben diese Überweisungsgebühr und die gehen ebenfalls an die Miner. Und damit sind die erstmal glücklich, die erhalten ihre Beträge und können so eben ganz klar den ganzen Prozess, Stromkosten, neue PCs auch weiter vonstatten halten. Ein Problem, was man ganz klar hier sehen muss, ist folgendes. Es gibt hier spezielle Rechner, die für dieses Mining eingesetzt werden. Spezielle ASIC-Server, spezielle Recheneinheiten, die nach circa 1,5 Jahren Altmetall sind. Und das ist vielleicht ein Punkt, neben den Stromkosten, die man wieder negativ sieht, muss man auch das mit berücksichtigen. Das sind Rechner, die kann man für sonst nichts einsetzen. Und wenn ich die nicht ersetze gegen neue Rechner,
bin ich einfach irgendwann zu langsam und verliere, gewinne kein einziges Rätsel mehr. Okay, ein weiterer Punkt, der häufig falsch von den Medien dargestellt wird, ist, wie werden Kryptos aufbewahrt? Wo kann ich meine Kryptos irgendwo hinterlegen, aufbewahren? Vielleicht viele von Ihnen haben schon gehört, es gibt so eine Wallet, besetzt wäre es eine Brieftasche, und in dieser Wallet liegen dann meine Kryptowährungen. Ich spreche jetzt die ganze Zeit von Bitcoin. Ich werde nachher auch mal auf die Platz Nummer 2, auf Ethereum eingehen. Wir haben aktuell über 13.000 verschiedene Kryptowährungen. Sorry, aber die kriege ich heute nicht alle durch, deswegen bleibt man einfach mal bei den großen. Aber auch bei den anderen Kryptowährungen spricht man immer davon, dass sie in Wallets hinterlegt sind. Falsch. Also diese Wallets wären eher Schlüsselbünder, müsste man das eigentlich bezeichnen, denn in dieser Wallet hinterlegt ist einmal meine öffentliche Adresse, die ich gerade schon angesprochen habe, die kann ich jedem gern senden. Damit bekomme ich dann hoffentlich irgendwie viele Bitcoins von Ihnen, öffentliche Adresse. Und zusätzlich ist dort mein privater Schlüssel hinterlegt. Und diesen privaten Schlüssel brauche ich, um zu beweisen, diese öffentliche Adresse ist meine. Man kann es ganz gut sich auch vorstellen, wie früher die alten Piratenfilme, eine riesen Schatzkarte. Und wenn ich nicht weiß, wo das Kreuz ist, finde ich den Schatz nie wieder. Und genau dieser private Schlüssel dient dazu als Koordinatensystem, um meinen Schatz, meine Bitcoins, die auf der Blockchain, nicht in der Wallet hinterlegt sind, dass ich auf die zugreifen kann, dass ich davon auch wieder Transaktionen wegschicken kann oder sie auch verkaufen kann, wenn ich möchte. Und jetzt fängt schon an, ein großes Problem, was viele Anleger anfangs hatten: Wenn ich selber nicht mehr dem Bankensystem, nicht mehr dem Fiat-Geldsystem traue, dann kann ich auch nicht mal bei meiner Sparkasse anrufen und sagen, hallo, ich habe meine PIN vergessen, könnt ihr mir bitte eine neue schicken? Nein, wenn man einmal seine Zugangsdaten zu dieser Wallet verlegt, verloren, was auch immer hat, dann sind diese Kryptowährungen weg. Man kommt nicht mehr ran. Und dementsprechend, wenn man sowas tut, auf eine eigene Wallet das Ganze zu ziehen, dann ist man auch dazu angehalten, damit sehr, sehr sorgfältig umzugehen. Beim Anlegen von so einer Wallet bekommt man meistens mehrere Schlüsselwörter ausgegeben, ein sogenanntes Seed, ein Samen. Und diese Schlüsselwörter zusammengefügt in der richtigen Reihenfolge geben die Möglichkeit, so eine Wallet wiederherzustellen. Aber das Ganze ist quasi ein Freibrief. Wenn man sowas hat, bitte zerreißen, an zwei Personen aufgeben. Also man muss sich schon Gedanken machen, genau so im Todesfall. Wenn meine Frau einen USB-Stick bekommt und ich weiß, was drauf ist, und Bitcoins im Wert von 500.000 wegwirft, wäre es halt schade. All diese Punkte bei einer selber Verwahrung, bei einer eigenen Verwahrung muss man mit berücksichtigen. Deswegen, wenn man neu anfängt im Kryptobereich, ist vielleicht das Ganze auf die eigene Wallet zu legen, erst der zweite Schritt, sondern im ersten Schritt sollte man es vielleicht irgendwo bei einer zentralen Handelsplattform hinterlegt lassen. Also wie gesagt, der Schlüssel liegt in der Wallet und nicht die Kryptowährung selber. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und dementsprechend muss man damit auch sehr, sehr sorgfältig umgehen. Vielleicht haben Sie auch schon mehrfach gelesen oder gehört, dass irgendwelche Leute irgendwelche Mülldeponien umgraben wollten, weil dort ihre Wallet drauf war und dementsprechend dort die Schlüssel hinterlegt waren für mehrere Millionen Dollar, das waren damals britische Pfund, in Bitcoins, weil die Person einfach die Festplatte weggeworfen hatte, inklusive des Laptops außenrum. Also solche Geschichten geistern immer wieder durchs Netz, und dementsprechend einfach vorsichtig bitte damit umgehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Wallet anlegen kann. Es gibt einmal sogenannte Hot Wallets, die direkt mit dem Internet verbunden sind. Und alles, was direkt mit dem Internet verbunden ist, ist theoretisch angreifbar. Es gibt auch sogenannte Cold Wallets, die sind komplett getrennt, dass dieser Schlüssel niemals mit dem Internet in Kontakt tritt. Das kostet ein paar Euro, so eine Wallet kostet ca. 100 Euro. Man hat aber auch eine gewisse Sicherheit. Und wenn man sich zutraut, einen riesen Buchstaben- und Zahlensalat sich auswendig zu merken, kann man so ein Ding auch theoretisch im Kopf haben. Und wenn man da vergesslich wird, kann das eben ganz schön teuer werden. Eine Frage, die vorher, glaube ich, gestellt wurde, ist, ja, ist es überhaupt eine Anlageklasse, die seriös ist? Und ich würde es mal mehr erlauben, als seriöse Anlageklasse Bitcoin gegenüber Gold zu stellen. Weil Gold hat sich einfach bei uns in der Kultur auf der Welt bewährt als seriöses Anlagemittel. Und ich versuche jetzt mal zwischen Gold und Bitcoin immer wieder Parallelen zu finden und Ihnen zu zeigen, wo es Parallelen gibt. Bewerten sollen Sie die bitte selber, denn die meisten sind sicherlich einig, Gold ist etwas wert. Jetzt stelle ich mal eine Frage: Warum ist Gold das wert, was wir bereit sind, dafür zu zahlen? Schade, können Sie jetzt nicht antworten, aber in den meisten Fällen ist es halt einfach die Historie, gewachsenes Vertrauen. Da komme ich gleich darauf zu. Ein weiterer Punkt, warum ich behaupte, ich bin für diese Frage relativ gut geeignet, ist folgende: Wir als Börse Stuttgart verdienen mit beidem Geld. Also die Antwort von Ihnen ist uns total egal, weil entweder verdienen wir mit Goldprodukten bei uns Geld, oder ich sagte eingangs, wir haben zwei Handelsplattformen Kryptowährungen, und dementsprechend behaupte ich, ich kann das relativ neutral bewerten. Weil wenn Sie jemanden aus der Goldecke fragen, der Gold verkaufen will, der findet ganz viele Gründe, warum Kryptowährungen schlecht sind. Wenn Sie jemanden haben, der nur sich mit Krypto beschäftigt, da finden Sie ganz viele Gründe, warum Gold schlecht ist. Und daher behaupte ich mal, dass ich das Ganze recht neutral machen kann. Der erste Punkt, die Gemeinsamkeit, die wir haben, ist ganz klar der Wertspeicher bzw. auch die Krisensicherheit von Bitcoin
oder Gold. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, Gold 4600 vor Christi ist festgelegt, dass das erste Mal mit Gold Handel betrieben wurde als Tauschmittel. Da ist einfach eine lange Historie. Und das spricht ganz klar für Bitcoin, dass wir einfach eine lange Historie haben, viel Vertrauen, das sich mit der Zeit aufgebaut hat. Gold ist gut aufbewahrbar, wird nicht schlecht, übrigens Bitcoin auch, aber da komme ich gleich dazu. Ich habe jetzt mal so einen kleinen Chart von 1983 bis heute im Goldpreis gemacht. Und wenn man sieht, wie es sich gehört, links unten tiefer, rechts oben hoch. Das heißt, auf diese Zeitachse hingesehen hat sich der Goldpreis, der Feinunze Gold, echt positiv bewegt. Um das Ganze fair zu machen, weil ich für Bitcoin leider auch nur bis 2012 rückwirkend Daten habe, gehe ich jetzt mal Gold 2012 das Chart an die Wand zu werfen. Und hier merkt man schon, zwischendrin, krisensicher und stabil, wer das zwischendrin mal hatte, der würde was anderes behaupten. Also es gab auch Zeiten, wo Gold nicht ganz so stabil war. Und im Vergleich dazu ist natürlich jetzt gemein, weil Bitcoin, das wissen wir alle, war 2010, 2011, 2012 fast nichts wert. Da waren wir irgendwo bei einem Dollar ganz unten links und ganz oben rechts waren wir in der Spitze bei über 60.000 Dollar. Das soll jetzt aber noch kein Grund sein, dass man sagen kann, klar, Bitcoin ist viel besser, sieht man ja doch. Problem ist einfach, wenn wir das als Krisenwährung sehen wollen, müssen wir auch beides mit einer Krise vergleichen. Und zum Glück, muss ich sagen, haben wir eigentlich nur eine Krise gehabt in einem Zeitpunkt. Und zwar hatten wir ganz klar das Problem Corona. Bevor ich darauf eingehe, aber hier nochmal eine gemeine Grafik. Ganz unten, leider konnte ich es nicht heller machen, sieht man jetzt eine kleine schwarze Linie im Vergleich Bewegung Gold zu Bitcoin. Und da sieht man halt, ja, Gold hat sich da halt recht schlecht geschlagen. Jetzt zu meiner Krise. Wir hatten ganz klar Ausbruch 2020, Corona. Wir haben plötzlich festgestellt, hoppala, wir haben da ein Virus, der um die Welt geht. Das kann vielleicht nicht gut sein. Da werden Lieferketten plötzlich ziemlich zerstört. Welche Auswirkungen hat es denn auf Gold, auf Bitcoin gehabt? Und wenn man sich diese Grafik anschaut, muss man sagen, der kurzfristige Schock, den auf beide Anlagegüter ausgewirkt wurde, der war bei Bitcoin wesentlich schlimmer als bei Gold. Denn Gold stand bei 9.760 US-Dollar am Anfang, bevor das Ganze bekannt wurde, und war dann, Entschuldigung, Bitcoin, Verzeihung, 9.760, und war im Tief dann bei 4.508 US-Dollar, also extrem eingebrochen. Im Vergleich dazu sieht man hier, hat sich Gold relativ stabil gehalten. Also, wenn wir jetzt wirklich von einer Krise sprechen und sich das angeschaut wird, muss man sagen, da hat sich eigentlich Gold wesentlich besser verhalten. Jetzt kann man überlegen, warum ist es so? Nun, normal Anlagemanager, Fondsmanager, Vermögensverwalter gehen in Krisen so vor, Cash is King. Man versucht, was noch nicht stark gefallen ist, Aktien waren da schon tief im Keller, versucht andere Sachen zu verkaufen, damit man für Notfälle Geld hat, um wieder nachzukaufen. Kryptowährungen zu verkaufen ist wesentlich schneller, wesentlich einfacher als physisches Gold. Das kann ein Grund sein. Oder einfach ganz klar, dass das Vertrauen in Gold in diesem Fall höher war als in Kryptowährungen. Wenn man das Ganze jetzt aber mal nicht nur auf diesen Crash-Zeitpunkt betrachtet, sondern mal bis heute sich anschaut, also man sieht hier ganz unten rechts, ne, links für Sie, sieht man den kleinen Ausschnitt, den ich hier in groß gezeigt habe. Bitcoin ist stärker eingebrochen, hat sie aber in dem Fall auch wesentlich stärker erholt. Also man kann mal sagen, Krisensicherheit. In der Krise selber hat sich Gold definitiv besser bewährt. Langfristig hat in dem Fall nachher sich Bitcoin aber besser bewegt. Beides ist aber, wie schon angesprochen, recht einfach persönlich, privat aufbewahrbar. Wenn man jetzt mal so einen Zigarettenschachtel großen Würfel an Gold hätte, der wiegt momentan über 2 Kilo und ist über 100.000 Euro wert. Den kann man relativ gut irgendwo verstecken. Nur nicht vergessen, wo, sonst geht es irgendwie die Eichhörnchen. Bei Bitcoin, wie gesagt, ist es genauso einfach, dass Sie das Ganze selber auf eine Wallet hinterlegen und speichern. Also beides ist relativ unabhängig von anderen Systemen. Sie können selber darauf zugreifen. Jetzt werden Sie vielleicht die Ersten überlegen, ja, aber was ist, wenn wir keinen Strom mehr haben? Was mache ich dann mit meinen Bitcoins? Dann kann man erstmal nicht darauf zugreifen. Ich brauche einen PC, um zugreifen zu können. Aber wenn ich mir Gedanken mache, es gibt keinen Strom mehr, da haben wir insgesamt, glaube ich, andere Probleme. Und da muss ich auch mit meinem kleinen Zigarettenschachtel, großen Goldbarren zu irgendjemandem hingehen und hoffen, dass ich eine Feile habe, um zweimal abzureiben, um irgendwo ein Hühnchen dafür zu bekommen. Also wenn man wirklich auf die extremen Hardcore-Krisen geht, dann sind leider immer noch Schnaps und Zigaretten wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Aber ich glaube, das sind nicht die Dinger, für die wir, die sich mit Geldanlage auch beschäftigen, unser Depot auslegen wollen. Also, nächster Punkt wäre ganz klar die Aufteilbarkeit. Ich habe schon mein Beispiel gerade genommen. Eine Raspel, wenn Sie Gold daheim haben, haben Sie eine Raspel bitte, sonst können Sie nicht aufteilen in Krisenfällen. Bei Gold ist natürlich ganz klar das Problem, wenn man in physischem Gold investiert, und man sich sagt, ich möchte ein Gramm Goldplättchen kaufen. Ich habe jetzt hier mal die Preise angeschaut. Da war der Preis für ein Gramm Gold 61,27 Euro. Wenn man sich dagegen aber gleich ein 5 Gramm Goldplättchen kauft, ist der Preis natürlich insgesamt höher, logisch, ist ja auch mehr Gold. Aber der Preis pro Gramm liegt dann nur noch bei 63 Euro. Warum ist das so? Nun ganz einfach. Der Aufwand,
so ein kleines Grammplättchen zu machen, ist halt relativ hoch, obwohl der Wareneinsatz, Goldeinsatz recht gering ist und dementsprechend ist der Preis pro Gramm viel höher. Und wer sich das anschaut, hat vielleicht schon erkannt, je größer die Menge Gold ist, je günstiger ist der Preis pro Gramm. Und wenn man das Ganze jetzt mal mit einem 100 Gramm Goldbarren vergleicht, dann stellt man fest, da kostet das Gramm bloß noch 50 Euro und 12 Cent in meinem Beispiel, eben nicht mehr 61 Euro und 27 Cent. Vielleicht ganz kurze Anekdote, darum Euwachs Gold der Börse Stuttgart auch wirklich das Hundertstel eines 100 Gramm Barren, weil das sind fairere und bessere Preise und nicht ein Gramm, weil da einfach die Produktionskosten so extrem hoch sind. Und wer sich halt ein Kilo leisten kann, der kriegt es dann noch mal ein bisschen günstiger, aber da ist der Unterschied zwischen 100 Gramm und 1000 Gramm nicht mehr geil so gewaltig. Also wer physisches Gold kaufen möchte, entweder für etwas größere Einheiten sparen und nicht jedes einzelne Gramm kaufen oder sich halt Produkte kaufen, die mit Gold hinterlegt sind, die sich ausliefern lassen kann. Vergleichen da dazu muss man halt ganz klar sagen, kleinere Einheit, größere Preise. Bei Bitcoin ist es ein bisschen einfacher. Ja, ein Bitcoin, ich habe angesprochen, momentan über 40.000 Euro wert. Das schreckt vielleicht ab. Man muss aber auch sagen, die kleinste Bitcoin-Einheit ist ein sogenannter Satoshi. Das sind ein Hundertmillionstel. Das heißt, man kann Bitcoin sehr, sehr, sehr weit aufteilen. Und ich kann das 100 Millionen genauso transferieren wie einen ganzen Bitcoin. Also bei der Aufteilbarkeit, ich habe ja vorher schon gesagt, ich möchte Ihnen selber die Möglichkeit geben, das zu unterscheiden. Deswegen sage ich jetzt mal nichts, da sind Sie selber schlau genug dafür. Nächster Punkt wäre ganz klar, wie schaut es denn eigentlich aus? Akzeptanz und Vertrauen. Ich sagte ja schon, Gold extrem lange schon dabei, seit 4600 Jahren dabei und dementsprechend für viele ganz klar ein Wertspeicher, ein Vertrauensspeicher, der einfach sich schon etabliert hat. Und da muss man ehrlich sagen, da hat Bitcoin natürlich einiges vor sich. Um da irgendwo hinterherzukommen, liegt dann natürlich auch ganz klar daran, dass das Volumen an Gold, das momentan am Markt liegt, auch viel, viel höher ist als Bitcoin. Also da ist der Vergleich kaum möglich. Aber was man halt sagen muss, wenn man sich um physisches Gold kümmert, hat man manchmal so ein bisschen ein Problem. Vor kurzem gab es mal in China den Fall, dass eine Firma 83 Tonnen falsches Gold als Sicherheit hinterlegt hatte. Oder man natürlich auch immer wieder feststellt, dass falsche Goldmünzen oder Goldbarren im Umlauf sind. Es gibt für Gold, wenn man wirklich physisch kaufen will, die Möglichkeit, das Ganze per Ultraschall, bei Barren funktioniert das, auf Echtheit zu prüfen, oder per Röntgen. Nur Röntgen geht halt nur ein paar Millimeter tief, weil Gold halt so dicht ist, der Vorteil davon, deswegen ist es so wertvoll. Und tiefer kann dann immer noch Wolfram sein. Und wer sich mal Spaß erlaubt, ich habe mal kurz gegoogelt, es ist relativ einfach, gefälschte Goldmünzen irgendwo zu kriegen. Hier, mein chinesischer Lieferdienst des Vertrauens, Alibaba, kann man ganz einfach sich irgendwelche kanadischen Goldmünzen kaufen, die ganz klar dann belegt sind mit falschem Inhalt, mit Wolframkern und es funktioniert. Also deswegen muss man sagen, Gold, muss man immer gucken, von wem kaufe ich das. Deswegen bitte nicht irgendwo auf der Straße, gehen Sie in Ihre Sparkasse, wenn Sie, haben Sie Goldhandel? Haben Sie Gold? Dann kaufen Sie es bitte hier und nicht irgendwo anders, dass Sie wissen, das, was Sie kriegen, ist auch wirklich das, was Sie haben wollten und eben nicht so eine schöne Münze aus China. Und da muss man ganz klar sagen, das Beispiel mache ich nicht normal. Hier haben wir bei Bitcoin natürlich einen großen Vorteil durch diese extreme Rechenleistung, die Nicht-Fälschbarkeit der Information, die dahinter liegt. Es kommt vielleicht die Frage bei Ihnen auf, ja, aber kann man nicht alles irgendwo hacken, angreifen? Ja, es gibt Berechnungen, mit dem jetzigen System auf der Welt bräuchte man ein Jahr, um einen Block anzugreifen und zu disruptieren, anzugreifen. Problem ist nur, dann habe ich einen ein Jahr alten Block aufgebrochen. Und dann sind alle anderen Blöcke, die danach kommen, plötzlich auch andere. Die funktionieren dann nicht mehr. Es wird sofort auffallen. Deswegen Stand jetzt ist Vertrauen bei Bitcoin extrem hoch und ist auch der Wert. Weil vorher kam auch, wird sich die Frage kommen, ja, warum ist denn jetzt Bitcoin was wert? Weil man Vertrauen darin hat, dass Informationen, die enthalten sind, nicht zerstört, nicht abgeändert werden können. Ein weiterer Punkt, der ganz klar immer wieder kommt, wenn ich frage, Bitcoin, Gold, Unterschiede, Parallelen, ist ganz klar die Limitierung. Denn wir wissen alle, Gold gibt es nicht unendlich auf der Welt, außer es fällt uns irgendwann mal ein Meteor mit Gold auf den Kopf, das kann auch mal passieren. Aber wir können ganz klar sagen, insgesamt kann man feststellen, wir haben begrenzte Goldmengen als auch begrenzte Bitcoinmengen. Bei Bitcoin sagte ja vorher, 21 Millionen ist die Obergrenze, die theoretisch und auch praktisch irgendwann verfügbar sein wird, wenn eben nicht schon so viel Gold oder Bitcoin, Entschuldigung, verloren wäre. Und wenn wir uns das mal anschauen, man geht momentan davon aus, dass ca. 170.000 Tonnen Gold gefördert wurden und man geht auch davon aus, dass noch ca. 50.000 bis 60.000 Tonnen Gold in der Erde liegen. Also kann man sagen, na gut, 73% ganz grob wurden bereits gefördert. Auf der anderen Seite kann man genau, nicht nur grob, genau sagen, ich habe das gestern angeschaut am 15.09., dass wir genau gestern 18.816.500 Bitcoins
geschürft haben, gemeint haben, gerechnet haben, wie auch immer. Das waren 89,6%. Und dass hier noch genau zum gestrigen Zeitpunkt eben diese 2.183.500 Bitcoins ausstehen. Und dann sind alle Bitcoins verfügbar, die es jemals gab. Also wird auch niemals die Möglichkeit sein, dass jeder Bürger auf der Welt einen Bitcoin besitzen kann. Das geht gar nicht, weil es gibt halt bloß 21 Millionen. Bei Bitcoin haben wir nur ein Problem, wie ich vorhin angesprochen habe. Wer seinen Zugangsschlüssel verliert, der kann die Bitcoins abschreiben. Und man kann sagen, wir haben circa 4 bis 6 Millionen Bitcoins, die auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind. Wie kann man das feststellen? Woher weiß man das? Nun ganz einfach. Ich sagte ja vorher, die Blockchain ist recht transparent. Ich kann also genau schauen, auf welcher Adresse, ich weiß nicht, wem die gehört, aber ich kenne die Adresse, auf welcher Adresse liegen wie viele Bitcoins und seit wann. Und man kann also ganz klar forensisch herangehen, die Blockchain zu legen und feststellen, okay, da gibt es große Adressen, da liegen Tausende von Bitcoins drauf, die seit 2011 nicht bewegt wurden. Und Hand aufs Herz, wenn man 2011 Bitcoins gekauft hatte bei $5 und man hat immer noch bei 50.000, 60.000 Dollar nicht mal ein klitzekleines Stückchen davon verkauft, dann muss man verdammt cool sein oder einfach nur vergesslich. Weil da kann man einfach die Überlegung anstellen, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit werden diese Personen keinen Zugriff mehr haben, weil man einfach damals vielleicht selber Bitcoins gemeint hat. Die waren fast nichts wert, man war recht schlampig mit diesem Schlüssel, den ich vorher angesprochen habe, und man kommt nicht mehr ran, denn die Sicherheit, die einmal der Vorteil der Bitcoin-Blockchain ist, ist in dem Fall dann der Nachteil, weil man sich nicht irgendwie nochmal reinhacken kann, die Daten besorgen kann, die sind dann einfach weg. Und genau hier nochmal so eine kleine Grafik, wie man beim Bitcoins bewegen. Am Anfang sieht man, gab es recht viele Bitcoins, ist ja klar, alle 10 Minuten 50 neue Bitcoins, nach 4 Jahren eben nur noch halbierte Menge jede 10 Minuten und alle 4 Jahre wird das Ganze weiter halbieren. Aktuell befinden wir uns hier auf dieser Grenze und wir haben noch eine relativ kleine Anzahl von neuen Bitcoins. Rechnerisch kann man sagen, ca. 2130, 2140 werden die letzten Bitcoins geschürft werden. Das sind aber nur noch 0,00002 Bitcoins, die in alle 10 Minuten geschaffen werden. Also nicht mehr so die Riesenmenge, die große Menge. Wir sehen ja schon, fast 90% der Bitcoins sind bereits geschürft, sind bereits am Markt. Und wie gesagt, bis zu 6 Millionen sind bereits verschwunden auf Nimmerwiedersehen. Und genau dieses Halving, diese Limitierung, alle 4 Jahre halbiert sich die Menge neu ausgegebenen Bitcoins. Ist ein Punkt, wo man in der Vergangenheit einfach mal sich anschauen kann. Das gab es bereits 3-mal. Wenn es 3-mal so passiert ist, heißt es aber nicht, dass es ein 4. Mal genauso geschehen wird. Aber man guckt sich einfach beim Geldanlegen ganz gerne Historien an, versucht Muster zu erkennen. Und jeder, der sich mit Charts beschäftigt, weiß auch hoffentlich, diese Charts sind nicht allumwissend und man weiß genau, es passiert wieder. Aber man kann sich da mal Anhaltspunkte beschaffen. Und hier kann man dann ganz klar sagen, das erste Halving fand hier statt. Das war im November 2012. Damals wurden dann von bis zum Zeitpunkt 50 Bitcoins alle 10 Minuten. Das Ganze halbiert auf 25 Bitcoins alle 10 Minuten. Und ich sagte ja vorher, Angebot und Nachfrage. Wie viel gibt es? Also wie viel möchte jemand verkaufen? Was kommt neu dazu? Und wie viele Leute möchten sowas haben? Bestimmt den Preis an der Börse, am Wochenmarkt, aber auch bei Kryptowährungen wie Bitcoins. Und man kann hier nach dem ersten Halving feststellen, dass der Preis sich dann relativ stark da oben bewegt hat. Und dann gab es eine Seitwärtsbewegung. Das sieht man also hier ganz klar, hier war das erste Halving und kurz danach hat sich der Markt recht stark nach oben gehangelt. Nach dem zweiten Halving, das hier stattgefunden hat, im Juli 2016 von 25 Bitcoin auf 12,5, auch da danach kam es dazu noch kleinen oder größeren Rallye, die man hier sehen kann. Aber auch das soll nicht heißen, dass es immer so sein muss. Aber beim dritten Mal, das war letztes Jahr, war das wieder ähnlich, da sind wir eben von diesen 12,5 auf 6,25 Bitcoins gefallen. Und auch da hat sich der Preis danach dann relativ stark nach oben gezogen. So, wer das weiter beobachten will, hier mal ein kleiner Eintrag für den Kalender, wann voraussichtlich die nächsten Halvings stattfinden werden. 2024 findet das nächste statt und dann 2028 wieder. Und wenn wir auch dann immer noch das gleiche Muster haben, dann kann man sich mal unterhalten, ob das vielleicht dann auch für die Zukunft sein kann. Aber wer sich für das Thema beschäftigt und bis jetzt noch nicht gesagt hat, Bitcoin, pfui, möchte ich nicht, mal diese Informationen im Kalender festhalten und dann schauen, was dann der Markt am Preis macht, weil auch dann einfach immer wieder weniger neue Bitcoins dazukommen. Wenn das Interesse gleich bleibt wie jetzt oder auch steigt, weil ganz ehrlich, als ich mit Bitcoins 2017 angefangen hatte, hätte ich nie gedacht, dass ich hier bei der Sparkasse Böblingen stehen darf und über das Thema sprechen darf. Es wird langsam Mainstream, es wird langsam breiter und ich nehme eins vorweg, der Unterschied zum letzten großen Bitcoin-Crash 2018 zu heute ist ganz klar, dass die Regulierung viel weiter vorangeschritten ist. Regulierung ist vielleicht für viele, die als Krypto-Enthusiasten der ersten Stunde dabei sind, was Schlechtes. Pfui, ich wollte doch anonym bleiben. Ich muss aber ganz klar sagen, die Regulierung tut ihren Beitrag dazu beitragen, ja, ihr wisst, Sie wissen, was ich meine,
dass sich auch große Anleger, institutionelle Anleger, das große Geld, Versicherungen, Vorgesellschaften mit diesen Kryptowährungen beschäftigen. Ohne Regulierung würde man das niemals tun können. Und dementsprechend haben wir jetzt eben auch viel mehr große Gelder im Markt drin. Ich habe gestern eine Studie gesehen, dass 93% der Bitcoins seit über einem halben Jahr nicht mehr bewegt wurden. Das heißt also, wir haben viele Langfristinvestoren. Und dementsprechend ist das ein großer Unterschied zu 2018, dass einfach jetzt größere Geldmengen, nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von institutionellen, auch von großen angelsächsischen Banken in Kryptos investiert und gehalten werden. Aber da komme ich nachher auch mal ein bisschen dazu. Also jetzt habe ich mal das Loblied gesungen zum Thema Limitierung bei Kryptowährungen, bei Bitcoin als erstes Beispiel. Wenn man sich mal Gold anschaut, muss man ganz klar sagen, diese Zeiteinheit hier unten, die schauen wir nicht an, weil da wurden genau 250 Tonnen Gold geschätzt, gefördert. Erst als so langsam die Industrialisierung vorangeschritten ist, der Mensch auch mit mehr Maschinen, mehr Technik dem Ganzen zu Leibe rücken konnte, hat man festgestellt, okay, man kann wesentlich mehr fördern. Und man sieht ja ganz klar, hier wurden die großen Goldmengen dann gefördert. Und wir sehen auch hier, dass man einfach von Jahr zu Jahr mehr Gold aus der Erde rauskratzt und dementsprechend die Menge der neuen Goldbestände immer mehr steigen und nicht sinken, wie es bei Bitcoin der Fall ist. Warum ist das so? Nun ganz klar, je teurer ein Gut ist, also je mehr Wert Gold ist, je mehr lohnt es sich auch, große Investitionen zu tätigen, um an das Gold heranzukommen. Ist ähnlich wie es in den USA lange Zeit der Fall war, Fracking, also Öl aus der Erde rauspressen mit Chemikalien und Wasser, hat sich gelohnt, als der Preis sehr hoch war. Wenn der Preis fällt, lohnt es sich irgendwann nicht. Das heißt also bei Gold, ganz klar, wir haben neue Techniken, der Preis ist hoch und plötzlich werden Goldbestände erschlossen in der Antarktis, wo man früher nie hingekommen ist. Also vor 200 Jahren Goldsuche in der Antarktis, das hätte nicht lange gut gegangen. Wäre nicht lange gut gegangen. Und vor allem auch die Tiefsee, momentan als Goldspeicher oder Goldlagerstelle erschlossen. Überirdisch spricht man so von 2 bis 3 Gold pro Tonne Gestein von einem lukrativen Fördergebiet. Vor Togo in der Tiefsee hat man bereits Bestände gefunden mit über 40 Gramm Gold pro Tonne. Natürlich wesentlich schwerer zu fördern in diesen Bedingungen. Aber solange der Goldpreis hoch ist, wird auch mehr Gold aus verschiedenen Stellen gefördert werden können. Und wenn man sich das mal anschaut, ich habe leider halt Bitcoin nur die Zukunft der Menge. Gold habe ich nur die Vergangenheit. Ich habe halt nur einen kleinen Bereich, wo es parallel läuft. Und da kann man sagen, die Menge von Bitcoin wird weiter fallen vom neuen. Gold wird weiter steigen. Aber ich weiß eins, die meisten, die sich sehr stark mit Gold beschäftigen, werden auch ganz klar sagen, ja, aber Gold kann ich ja auch für irgendwas einsetzen. Weil Bitcoin, ich höre jetzt seit 40 Minuten ziehen und ich habe mir noch nicht verstanden, was will ich damit. Gold und Bitcoin ist meiner Meinung nach, persönlich gesagt, ein Wertspeicher. Denn den Einsatz von Gold in der Industrie, den stelle ich nachher mal ganz kurz in Frage. Aber bevor ich das noch tue, ist ein anderer Punkt, wo beides eigentlich Drecksschweine sind, CO2-Ausstoß. Ich mache absichtlich mal nicht Strom, weil wenn Strom halbwegs grün gefördert wird oder hergestellt wird, finde ich es nicht mehr ganz so gravierend, aber der CO2-Ausstoß ist entscheidend. Ne? Und da muss man ganz klar sagen, wenn man sich mal so anschaut und auch in den Medien liest, haben wir ganz klar Berichte, wie schrecklich doch Bitcoin ist, wie viel Strom dafür verbraucht wird, wie viel Rechenleistung reingestopft wird. Und ich sage nochmal, diese Rechenleistung ist auch der Grund dafür, warum Bitcoin so viel Wert hat, weil dadurch die Sicherheit des Vertrauens geschaffen werden kann. Wer da draußen Netflix, Amazon Prime und Disney Plus hat, der verbraucht mit diesen 3 Streamingdiensten genauso viel Strom wie das Bitcoin-Mining. Und auch ganz böse, das Bankensystem, Geld herstellen, Geld durch die Gegend fahren, Überweisungen tätigen, riesen Rechenzentren, nicht Sparkasse Böbling, die könnte nichts dafür, aber weltweit verbraucht auch mehr Strom, hat aber bisher natürlich noch wesentlich mehr Sinn für die Weltwirtschaft, das muss man auch zugeben. Deswegen schauen wir uns doch einfach mal an, warum braucht man so viel Strom? Ich sagte ja vorher, je mehr Rechenleistung im System zur Verfügung gestellt wird, je schwieriger werden die Rätsel zu lösen sein. Das nennt man die Difficulty. Warum ist das so? Nur man versucht einfach das Netzwerk gegen Illegale oder was illegal, gegen Übernahmen zu schützen. Weil wenn jemand mehr als 50% der Rechenleistung stellt, in meiner ersten Folie oder in der ersten Folie sagte ich ja auch, die anderen meinen müssen zustimmen, jawohl, du hast recht. Und wenn ich halt über 50% der Rechenleistung stelle, gebe ich mir immer recht, auch wenn ich falsche Daten berechnet habe. Und deswegen versucht man sich das Netzwerk zu schützen. Und man sieht hier eine ganz klare Delle, wo es nach unten gegangen ist. Das war der Zeitpunkt, den ich vorher angesprochen habe, als in China ganz viele Miner dicht gemacht wurden. Wenn man da mal reinsucht, sieht man, da ging es erstmal ganz ordentlich nach unten. Aber auch man stellt wieder fest, diese Stufe geht auch wieder nach oben. Und je höher diese Stufe ist, je höher ist die Schwierigkeit des Rätsels und je mehr Strom und dementsprechend wahrscheinlich auch zum Teil CO2 wird man definitiv brauchen. Wenn man sich aber mal dann anschaut, wie viel Gold denn in Fördermengen kostet, stellt man fest, selbst das World Council von Gold hat festgestellt, dass man dafür mehr CO2 benötigt als für Bitcoin. Und bei Gold muss ich sagen, da ist ja CO2 eins, aber
Abrodung von Regenwäldern, verschiedenste Chemikalien, die nicht im Fluss zu suchen haben, in die Flüsse kippen, ist auch so ein Punkt. Wobei man bei Gold halt sagen muss, es gibt dann sehr, sehr großen Handel von Gebrauchtgold, von Sekundärgold, was natürlich wesentlich umweltfreundlicher ist als komplett neu gefördertes. Aber solange die Nachfrage einfach da ist, wird das auch weiter steigen. Und diese Punkte muss man einfach gegenüberhalten, wenn man sich auch wirklich ökologisch korrekt verhalten will und einen Anlagepunkt einsetzen möchte, der auch wirklich vielleicht langfristig gut ist. Ich weiß nicht, wie lange ESG bei Ihnen im Haus ein Thema ist, aber bei uns an der Börse wird es langsam auch immer interessanter, also ökologisch, sozial und Governance korrekt anzulegen. Auch das ist vielleicht ein Punkt, wo man sich anschauen sollte. Und diese Punkte sind Gemeinsamkeiten, wo manchmal ich sogar ganz klar, obwohl ich klarer Bitcoin-Verfechter bin, Goldvorteile sehe. Es gibt auch manche Punkte, wo ich persönlich Bitcoin-Vorteile sehe. Ich hoffe, Sie haben jetzt mal die Möglichkeit gehabt, die unterschiedlichen Aspekte sich anzuschauen. Vielleicht gibt es auch später mal die Möglichkeit, sonst mal zu recherchieren, nachzudenken und sich da einfach eine eigene Meinung bilden, weil meine bringt Ihnen nichts. Das ist Ihr Geld, wo Sie vielleicht irgendwann anlegen möchten und nicht meins. Aber eins habe ich Ihnen noch versprochen, das Thema Gold in der Industrie. Weil da kommen da viele von Goldenthusiasten, die aussagen, ja, aber Gold brauche ich doch auch. Ja, man sieht hier ganz klar in der Grafik, dass Gold zum Großteil Schmuck, okay, kann man brauchen, ist alles gut, aber viel als Wertanlage oder als Anlage in Notenbanken gedacht ist. Aber der Anteil, der wirklich für die Industrie gedacht ist, ist immens, immens gering. Ja, in jedem Handy sind ein paar Milligramm Gold drin, aber die sind wirklich so gering, da hat man genug Gold schon bereits jetzt auf der Welt, um die nächsten, ich weiß nicht, wie lange Handys damit zu bauen. Und das Ganze sieht auch langfristig nicht so aus, als würde Goldbedarf groß steigen. Das wäre jetzt mal so ein Thema gewesen zum Thema Bitcoin. Wertspeicher, für viele ganz klar als digitales Gold gedacht, als wirkliches Zahlungsmittel, momentan wahrscheinlich zu langsam. Da stellen Sie sich wirklich vor, Sie wollen im Café einen Kaffee kaufen mit Bitcoins. Und ich sagte ja, so ein Block wird alle 10 Minuten geschrieben. Wenn es ganz dumm läuft, ist der Kaffee kalt und die Transaktion ist immer noch nicht durch. Also deswegen als reines Zahlungsmittel nicht geeignet. Dann kommen häufig die Fragen, ja, aber pur, lassen sich denn wirklich die Notenbanken, die Regierung die Butter vom Brot nehmen? Da kommt doch der digitale Euro und da ist der Bitcoin weg. Nein. Also für mich persönlich ist der Euro jetzt schon digital. Ich weiß nicht, ob ich jemals mehr als 10 oder 20 Euro im Geldbeutel hatte in den letzten 10 Jahren, weil ich habe eine Kreditkarte, ich habe eine EC-Karte, ich habe ein Handy, da ich zahle jetzt schon digital. Der digitale Euro bleibt weiter Fiat-Geld, das unendlich gefördert werden kann, unendlich viel kommen wird. Es wird vielleicht irgendwann in ferner Zukunft das Bankensystem auf den Kopf stellen. Anfangs aber wird da nicht viel passieren, denn der digitale Euro bei der EZB, da kann jeder von uns irgendwann mal bis zu 3.000 Euro dort hinterlegt haben und mehr nicht. Jeder andere Betrag muss ich das Konto zum Beispiel von einer Sparkasse angeben und dort wird das übergeschöpfte Betrag abgegeben. Also das ist keine Konkurrenz. Zum Teil ist es eine Koexistenz zueinander und das ist das Interessante davon. Aber mehr als Wertspeicher kann man momentan mit Bitcoin nicht viel anfangen, muss man ehrlicherweise auch sagen. Und darum habe ich jetzt mal den zweiten großen Krypto-Asset-Punkt mitgebracht, das wäre Ethereum. Momentan Platz Nummer 2 von der Größe, von der Marktkapitalisierung am Markt. Ethereum ist ganz anders aufgebaut als Bitcoin, hat ein ganz anderes Anwendungsfeld. Und das ist das Entscheidende. Ich habe jetzt nur 2 Coins, die ich heute ansprechen möchte. Ich sagte auch, es gibt bald über 12 oder 13.000 verschiedene Coins. Und jeder Coin beschäftigt sich mit einem anderen Problem, hat eine andere Lösung dafür. Manche davon, seien Sie nicht böse, das sind ja wirklich auch Shitcoins, die einfach nur zum Spaß aufgelegt wurden. Es gibt unglaublich viel Betrug auch in diesem Bereich. Also da bitte ganz vorsichtig unterwegs sein. Aber mit diesem zweiten möchte ich einfach mal mit Ethereum zeigen, dass wir hier eine Blockchain haben, die mit sogenannten Smart Contracts ausgestattet werden kann. Also schlaue Verträge. Wenn das und das geschieht, dann macht das und das. Ganz extrem. Wir haben in Estland ein Land, das ein Grundbuchamt bereits voll digitalisiert hat. In Griechenland haben wir gar kein Grundbuchamt, in Estland digital. Schön, dort funktioniert Folgendes. Wir könnten dort sagen, ich mache einen Vertrag, einen digitalen Vertrag auf diese Ethereum-Blockchain, der besagt, sobald der Betrag X eingegangen ist, wird dieser Vertrag angestoßen und der Eigentumsübertrag im digitalen Grundbuch wird vorgenommen. Ich hoffe, jetzt habe ich da draußen nicht zu viele Notare erschreckt. Aber theoretisch ist ein Anwendungsbeispiel, was Smart Contracts, schlaue Verträge in der Zukunft machen können. Und Ethereum ist eigentlich nichts anderes als ein riesengroßer Computer oder auch vergleichbar mit einem Play Store oder Apple Store, wo einfach Anwendungen drauf sind. Und für jede Zeile Code, die in so einem Smart Contract drinstehen, muss ich Treibstoff zahlen. Und den Treibstoff bezahle ich in Ethereum. Wenn ich einen ganz einfachen Vertrag habe, brauche ich relativ wenig. Also Ethereum von einer Person zur nächsten schicken, verbraucht nicht wirklich viel Gas, sondern den Treibstoff. Wenn ich aber hochkomplexe Verträge eingeschlossen habe mit mehreren Zeilen Code, wird es komplizierter und dementsprechend muss ich auch mehr dafür zahlen. Und genau das ist der große Vorteil von Ethereum, dass es eben nicht nur als Wertanlage gedacht ist, sondern es ist wirklich ein Anwendungsfall. Es gibt jetzt in der Schweiz
die erste Bank, die Schweizer Franken digitalisiert hat, als Sicherheit hinterlegt hat, auch wirklich Schweizer Franken, und diese Blockchain Ethereum dafür verwendet. Ethereum ist die Blockchain mit den meisten Smart Contract Anwendungen und darum ist es für viele, sage ich mal, das eine ist Gold, Wertaufbewahrungsspeicher, Bitcoin. Und mit Ethereum haben wir ganz klar eine Währung, die einen Anwendungsfall in der realen Welt hat. Und warum ich Ethereum noch mitgebracht habe, ist ein Punkt. Ich möchte mal zeigen, dass sich diese Kryptowährung auch weiterentwickeln. Also Bitcoin, so wie wir es heute kennen, ist nicht das gleiche wie Bitcoin 2011. Kryptowährung entwickelt sich weiter, es gibt Upgrades, es gibt sogar Weiterentwicklungen und Ethereum steht gerade für eine ganz, ganz wichtigen Weiterentwicklung. Und zwar gehen dieses Problem des hohen Stromverbrauchs momentan an. Wir sind gerade mittendrin, denn ich sagte ja vorher, Proof of Work ist einfach der Fall, ich muss viel Rechenleistung reinstecken. Proof of Work heißt, ich beweise, dass ich Rechenleistung habe, ich löse ein Rätsel und dafür brauche ich halt Strom. Demnächst, wir sind Ende diesen, Anfang nächstes Jahr dabei, wird man dieses Verfahren Proof of Work auf das sogenannte Proof of Stake abändern. Heißt einfach, ich brauche keine Rechenleistung mehr, sondern ich hinterlege Bitcoin als Sicherheit und gewähre damit die Sicherheit von dem Netzwerk. Es verbraucht wesentlich weniger Strom, ist aber fast genauso sicher und viel besser skalierbar. Das heißt, wir können viel schneller, viel mehr Verträge aufbauen, ohne dass das ganze Netzwerk verstopft wird. Das soll also heißen, wir werden, wenn das bei Ethereum umgestellt wird, momentan braucht eine Transaktion so viel Strom wie ein US-Haushalt an einem Tag. Und denken Sie dran, die bauen Häuschen aus so kleinen Pappbänden, im Sommer müssen sie extrem kühlen, im Winter heizen, also brauchen sie wirklich viel Strom. Zukünftig sollen diese Stromkosten im Ethereum um 99% reduziert werden, indem einfach von diesem Proof of Work, du musst ein Rätsel lösen. Hallo da draußen alle Gamer, die sich Grafikkarten kaufen wollen, genau wegen Ethereum sind die Preise so hoch geschossen und zum Teil kosten die Dinger dreimal so viel, weil man Grafikkarten für Ethereum benötigt. Das wird demnächst nicht der Fall sein, also wer sich eine neue Grafikkarte kaufen will, bitte bis Mitte nächsten Jahres warten, da wird es wahrscheinlich etwas günstiger werden. Und dementsprechend kann man eben hier ganz klar sagen, anstatt Rätsel zu lösen und eben viel Rechenleistung, heißt viel Rätsel lösen in kurzer Zeit, kann ich eben dann zukünftig sagen, nein, ich hinterlege Ethereums. Es sieht momentan so aus, wir sind auf dem Weg zu Ethereum 2.0. Ich muss 32 Ethereums hinterlegen, staken, also hinterlegen und dementsprechend wegsperren. Und dafür kriege ich dann so eine Art Zinsgut geschrieben. Problem ist, keine steuerliche Beratung, keine Empfehlung, aber momentan sieht es so aus, wenn ich eine Kryptowährung kaufe und nur als Wertspeicher und nicht zum Zugewinn über Zinsen und sonstige Sachen anlege, ist dieser Ertrag nach einem Jahr steuerfrei. Sobald ich aber eine Kryptowährung ins Staking lege, da gibt es gerade ein Rundschreiben vom Bundesfinanzministerium, sollen diese hinterlegten Münzen erst nach 10 Jahren steuerfrei zu veräußern sein. Also das muss man ganz klar wissen. Da gibt es einen großen Unterschied. Nichtsdestotrotz ist dieses Staking-Verfahren bei Ethereum jetzt schon bereits sehr, sehr beliebt. Ganz klar, weil man einfach dadurch auch das große Problem des Stromverbrauchs aus der Welt schaffen kann. Und momentan, wie gesagt, die Coins sind auch gesperrt, da kommt man nicht so drauf zu. Und momentan stellt man sich die Frage, und was kriege ich denn dafür? Also wir wissen ja, ich würde jetzt mal die Sparkasse Böbling fragen, was kriegt man bei euch aufs Sparbuch momentan? Wenig, aber ich meine, da kann die Sparkasse ja nichts dafür. Wir haben halt einfach eine EZB, die wie ein Staubsauger alle Anleihen aufkauft, Zinsen nach unten drückt, da passiert halt nicht wirklich viel. Und dementsprechend muss ich halt sagen, wenn ich hier 5,35% vom gestrigen Zeitpunkt Verzinsung angeben kann beim Staking von Ethereums, ist es natürlich eine ganz klare Hausnummer. Problem ist nur, die Zinsen werden natürlich auch in Ethereum ausgezahlt. Ja, wir waren vor acht Wochen bei 1.500 Euro bei Ethereum. Vor 2 Wochen standen wir bei 3.300. Letzte Woche standen wir bei 2.700. Also ich weiß nicht genau, das, was ich bekomme, welchen Gegenwert hat es dann. Also was ich damit sagen will, wer sich mit Kryptowährungen beschäftigen möchte, sollte einfach mal gucken, was macht es in der Rest des Marktes? Wie kann ich denn investieren? Es gibt nämlich jetzt schon sehr, sehr viele am Markt, wie zum Beispiel Square, Tesla, MicroStrategy, die direkt in ihre Bilanz Bitcoin als Wertspeicher hinterlegt haben. Und da kann man sich überlegen, warum tun die das? Nun, auch da die Aussage ganz klar, man versucht sich ein bisschen von der Inflationsgefahr im Dollar zu verabschieden von den Gesellschaften. Und dementsprechend kann ich ja überlegen, will ich das auch machen, ja oder nein? Gut, bei Tesla und Elon Musk, wenn er wieder mit Twitter-Dorett anfängt und irgendwelche Sachen raus hat, dann muss man ein bisschen aufpassen. Er hat sehr stark erstmal Bitcoin gepusht, nach oben geschoben, das Beste überhaupt. Und kurz danach kam von ihm, ja, da brauchen wir Strom dafür, das hat mir keiner gesagt, das wusste nicht. Und dann ging das Ganze wieder nach unten. Also solange noch eine Person mit 2, 3 Wörtern
so viel Macht über den Markt hat, ist natürlich gefährlich. Es gibt aber auch viele Anbieter, die indirekt schon bereits in dem Markt drin sind. Wenn wir da sagen, Visa und Mastercard versuchen noch dieses Jahr eine Implementierung von Bitcoin als Zahlungsmittel zu implementieren. PayPal kann man schon bereits jetzt in den USA über PayPal Bitcoin kaufen, in Großbritannien ebenfalls. Und Square, ein großer Zahlungsanbieter in den USA, ist auch ganz stark schon in diesem Bereich dabei. Ich habe mir erlaubt, Bison, das kleine Ding daneben zu kleben. Das wäre jetzt ein Produkt der Börse Stuttgart. Also man merkt schon, der Markt ist viel reifer dafür. Man muss aber auch ganz klar sagen, wer glaubt, er hat jetzt nach der Zeit hier Kryptowährungen wirklich verstanden und sagt, jawohl, alles klar, Stunde hat gereicht, ich kaufe jetzt, bitte die Frage mit Nein beantworten. Denn man muss eins ganz klar wissen, es gibt einfach nicht die eine Kryptowährung. Ja, ich habe heute sehr viel Zeit mit Bitcoin hier verbracht, weil es einfach die größte Währung ist. Aber deswegen heißt es nicht, dass es die beste sein muss. Es heißt auch nicht, dass es Bitcoin in 5 Jahren noch mit dieser Marktdominanz, mit diesem Preis geben wird. Es kann sein, dass erst in 2 Jahren die wirklich wichtige Bitcoin, die richtige Kryptowährung rauskommen wird. Wer da draußen kann sich noch an Hasta La Vista, an Lycos und an Yahoo erinnern. Das waren die Suchmaschinen schlechthin früher. Heute braucht die keiner mehr, heute haben wir Google. Das heißt nicht, dass der Erste der Beste sein muss. Und auch das Nächste, wir haben so unglaublich viele, viele davon braucht man einfach nicht. Also 11, die Zahl ist sogar falsch, wir sind schon fast bei 12.000 neue Kryptowährungen, die wir haben. Viele davon braucht man nicht. Und selbst wenn man sich jetzt weiter in Bitcoin einliest und sagt, ja, so als Wertspeicher, und ich muss eins sagen, die Schwankungen, die Korrelation, also wenn der Aktienmarkt steigt, fällt Bitcoin manchmal genauso andersrum, kann sowas verrückt Schwankendes wie Bitcoin sogar manchmal Ruhe ins Depot bringen. Wenn Sie aber da draußen sagen, oh Gott, mein Fonds ist jetzt wieder 2% gefallen in einem Monat, dann lassen Sie bitte die Finger von Kryptowährungen. Weil Kryptowährungen machen Schwankungen in einem Tag mit, was manche Aktienmärkte ein ganzes Jahr dafür brauchen. Das ist unglaublich volatil, unglaublich schwankungsstark. Und ja, momentan muss man ganz klar sagen, man hat trotz allem noch eine gewisse Spekulation drin. Man muss sagen, es gibt 2 Risiken. Es gibt das Risiko, in Kryptowährungen zu investieren. Und es gibt das Risiko, nicht in Kryptowährungen zu investieren. Aber welches schlimmer ist, das wissen wir halt erst in einigen Jahren wahrscheinlich. Und dementsprechend kann man halt nur sagen, bitte jeder sich selber Gedanken machen, ob es sinnvoll ist als Beimischung. Und Beimischung ist wirklich eine Beimischung im 1%-Bereich, ob das Sinn machen kann von Anfang. Oder ob man sagt, lieber gar nicht. Aber man liest immer wieder von irgendwelchen Personen, die 50, 60, 70% Vermögen in Bitcoin investiert haben. Da muss man ganz klar sagen, es ist schon spekulativ. Und man muss auch hier, wie bei normalen Anlagen, 10, 15, 20 Jahre Anlagehorizont haben, sondern auch bei Kryptowährungen einen langen Atem haben. Ich sagte ja vorher, ich bin 2017 das erste Mal in Kryptowährungen investiert gewesen, bei 3.000 Euro eingestiegen, als der Markt bei 20.000 war, habe ich natürlich gedacht, ich spare mal meine Steuern und warte noch 2 Monate mit dem Verkaufen. Jeder, der mich gefragt hat, habe ich gesagt, lass die Finger davon, der Preis ist viel zu hoch. Auf die Idee zu verkaufen bin ich aber nicht gekommen. Habe es aber weiter behalten, habe nachgekauft. Also wenn, dann muss man sich mit großen Schwankungen einfach abfinden, weil sonst ist es definitiv das Falsche. Ich hoffe, mit diesen 2 Beispielen, Bitcoin als Schwerpunkt, aber auch Ethereum als ein weiterer Weg, konnte ich mal ein paar Punkte aufzeigen, was Kryptowährung ausmachen kann. Und wichtig, bevor man eine Kryptowährung kauft, es ist immer ein anderes Produkt. Ich kann nicht sagen, ich habe Aktie Daimler verstanden, jawohl, die verkaufen Autos, Haken, darum kaufen wir jetzt eine ganz andere Aktie, IBM. Die machen was ganz anderes. Genauso ist es bei Kryptos. Nicht jede Kryptowährung ist gleich wie die andere. Die sind komplett unterschiedliche Use Cases, Anwendungsfälle. Die kümmern sich um ganz andere Probleme. Es gibt zum Beispiel auch welche, die sich stark um den internationalen Zahlungsverkehr kümmern. Wer kennt es nicht, SWIFT-Überweisung dauert extrem lange, ist teuer. Auch dafür gibt es Coins. Und von diesen 11.000, 12.000 Coins gibt es auch viele Doppelungen. Die können sich den Markt durchaus teilen, wenn der Markt groß genug ist. Bei manchen wird es aber so sein, irgendwas setzt sich durch. Und auch da, wie beim Aktienanlegen, Diversifikation. Nicht nur eine Coin kaufen, sondern ein paar mehr. Natürlich nach Marktgewichtung vielleicht ein paar, die großen, die mehr wert sind, ein bisschen stärker gewichten, die kleineren, kleiner. Aber man weiß einfach nicht, was in 10 Jahren, in 15 Jahren den Markt wirklich bewegt haben wird. Und deswegen muss man da eine gewisse Aufteilung vornehmen. Schön, dass ich mir hier 3 Gläser Wasser hingestellt habe. Ich erlaube mir jetzt mal 1 zu trinken. Aber von meiner Seite im Großen und Ganzen, ich wurde vorher gefragt, ob ich das in der Stunde schaffe. Vielleicht können wir es ja nachher ein bisschen langsamer drehen, aber im Großen und Ganzen wäre ich jetzt eigentlich durch. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dittrich, für die sehr informativen und vor allem spannenden Ausführungen rund um das Thema Kryptowährungen. Auch Ihnen, liebe Damen und Herren an den Bildschirmen, danken wir für Ihr Interesse an unserem heutigen Format. Wir hoffen Ihnen mit dieser Informationsveranstaltung ein gewisses Grundverständnis zu dem durchaus komplexen Themenbereich, wie wir heute gehört haben, vermittelt haben zu können.
Wichtig ist mir an dieser Stelle jedoch zu erwähnen: Geldanlage sollte immer sorgfältig überlegt sein. Dazu ist der Austausch mit unseren Experten der Kreissparkasse Böblingen immer hilfreich. Gerade ein ausgewogenes und gut diversifiziertes Anlageportfolio kann helfen, auch das heute Gehörte richtig einzuordnen. Gehen Sie dazu gerne auf Ihre Sparkassenberaterin, auf Ihren Sparkassenberater des Vertrauens zu. Aufgrund der kurzen Historie der Anlageklasse der Kryptowährungen, gepaart auch mit einer sehr, sehr hohen Volatilität, auch das haben wir heute gesehen, werden wir aktuell als Kreissparkasse Böblingen keine Empfehlungen oder Aussagen zu dieser Anlageklasse oder Produkte, die sich auf diese Anlageklasse beziehen, abgeben. Wir werden die Entwicklung selbstverständlich rund um diese Anlageklasse natürlich weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Weil es um mehr als Geld geht. Kreissparkasse Böblingen.